Die Geheimnisse der deutschen Superreichen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Ihr seht's oben in der Ecke. Da werden gerade, ich glaube da, ne? Oder? Da werden gerade Herzen reingefetzt von der einzig wahren Love Gang auf Twitch. Kommt gerne mal mit vorbei. Es sind immer gute Gespräche hier. Ich habe mir auch vorgenommen, in nächster Zeit mal auch die Zwischensequenzen, wo wir eigentlich nur über Themen reden, mal hochzuladen auf YouTube, so dass ihr davon auch ein bisschen was mitbekommt. Ich denke mal, das wird euch auch interessieren. Und ja, wie gesagt, kommt gerne mal mit vorbei. Wir ziehen uns jetzt ein Video rein, welches heißt Die Geheimnisse der deutschen Superreichen. So, miese Recherche. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal, unterstützt mich gerne. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Wir gehen rein. Ab geht's. 2019. Ein kühler Frühlingstag in Hamburg. Eine 25-jährige Frau betritt die Bühne einer der größten digitalen Marketingmessen der Welt. Sie sagt etwas, das viele Menschen wütend macht. Mein Name ist Verena, ich bin die vierte Generation von Balsen. Wir backen seit 130 Jahren Kekse. Ich würde gerne mal mit euch ein Experiment ausprobieren und wir gucken einfach mal, was passiert. Ich würde gerne mal heute nicht versuchen, irgendwas vermeintlich Schlaues zu sagen. Balsen ist ein Backwarenhersteller. Ihr kennt sicherlich die Leibniz-Butterkekse, den Leibniz-Schoko-Vollmilchkeks und die Zoo-Kekse. Uff, die Zoo-Dinger waren wild, ne? Sei ehrlich. Zoo-Innenman, Alter. Die habe ich schon gefühlt damals. Das deutsche Familienunternehmen erzielt mit seinen Backwaren einen Jahresumsatz von mehreren 100 Millionen Euro. Diesen Umsatz weiß Verena vielleicht ein wenig zu öffentlich zu schätzen. Ja, die ist mit einer goldenen Gans im Arsch geboren, oder wie sagt man das nochmal? Wie sagt man zu den Kids, die Milliardärskinder und so? Ich hatte ein Viertel von Balsen, da freue ich mich auch drüber. Das soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Goldene Löffel. Bruv. Die will sich Segeljachten kaufen. Das war cringe. Das ist richtig so, die macht sich richtig so, das ist richtig so. Schön, dass die Leute, die nicht so eine Milliarde mit Milliarden, Millionen aufwachsen, dass sie sich schön schlecht fühlen, so. Jungs, ich will Geld verdienen, ich will mir goldene Segeljachten kaufen, einen Löffel im Arsch haben, yay, goldener Löffel. Was weiß ich, Digga, im Mund, ne, nicht im Arsch. Nicht nur, weil die 25-Jährige sich mit ihrem geerbten Vermögen eine Yacht kaufen will, sondern auch, weil ihr Reichtum von einem Konzern stammt, der im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter eingesetzt hat. Aha. Etwa 1940 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Firma Balsen hunderte von Zwangsarbeitern in einer ihrer Fabriken in Hannover beschäftigt. Oh shit, Hannover, Digga, das ist meine Geburtsstadt. Inas Umgang mit dieser Kritik hat die Sache für sie nur noch schlimmer gemacht. Gegenüber der Bild sagt sie, dass die Zwangsarbeiter vor ihrer Zeit waren und dass sie genauso viel wie deutsche Arbeiter verdient hätten. Das Unternehmen habe die Zwangsarbeiter gut behandelt. Waren das Jewish People oder was? Weite Teile der Öffentlichkeit fanden diese Antwort nicht besonders überzeugend. Wenige Tage später verschwindet Verena aus dem Rampenlicht und entschuldigt sich. Doch es ist zu... Die sieht ein bisschen aus wie Pumuckl, gell? So. Oder Pippi Langstrumpf, Digi. Wenige Tage später verschwindet Verena aus dem Rampenlicht... Nee, mehr Pumuckl, ne? ...und entschuldigt sich. Doch es ist zu spät. Balsen hat den Stein bereits ins Rollen gebracht und investigative Reporter beginnen noch tiefer nachzuforschen. Sie finden miese Recherche heraus, dass die damaligen Eigentümer des Balsen-Imperiums Mitglieder der NSDAP waren und an die SS gespendet haben. Das ist crazy. Ich glaube, viele von den superreichen deutschen Familien haben da damals partizipiert. Wo haben wir uns nochmal eine Recherche reingezogen? Zu welcher deutschen Firma? Was war das nochmal? Ich weiß nicht mehr genau, aber da haben einige mitgemacht. Der in Hannover... Auch die ganzen Autohersteller, oder? Mercedes? BMW? I don't know. ...gesetzten Zwangs... Volkswagen, sagst du? ...weiter kam aus einer Fabrik in Kiew. Die Familie Balsen übernahm diese Fabrik nach der Besetzung durch die Nazis. Die Balsens beauftragen daraufhin den Historiker Manfred Krieger mit der Untersuchung ihrer Familiengeschichte. Ich meine aber... Also teilweise muss ich ihr aber schon auch recht geben und ein bisschen verteidigen, dass die jetzt damit nichts zu tun hat, so. Wenn die da noch nicht mal geboren war, so. Warum sollte die dann, weißt du, wie ich meine?
Ich meine, du kannst dich natürlich, weil du diese Firma vielleicht jetzt leitest oder damit teilhast und so, kannst dich dafür gerade machen und so, weißt du, aber dass du jetzt dafür geblamed wirst, dass deine Großeltern oder so Nazis waren, ja, dann müsste man mich auch blamen, dass mein Uropa für Hitler gekämpft hat. So. Teilweise wurden die Leute auch einfach dazu gezwungen, weißt du? Der öffentliche Druck ist offenbar zu groß. Verena Balsen ist kein Nazi. Doch die Aufarbeitung und der Umgang ihrer Familie mit der eigenen Vergangenheit ist problematisch. Und die Balsens sind kein Einzelfall. Sie sind nicht allein. Es geht noch viel schlimmer. Ist halt auch ein sehr, ist ein Mainstream-Kanal, ne? Deswegen ist das wahrscheinlich, wird das auch so gemacht. Und das ist aber eine Sache so, da bin ich anderer Meinung. Wie gesagt, man sollte den Deutschen generell nicht dafür blamen, was in der Vergangenheit passiert ist. Wie gesagt, die ganzen Generationen, die heutzutage leben, die haben mit dem Scheiß von damals gar nichts mehr zu tun. Deswegen kann man da auch mal loslassen, so, weißt du? Warum müssen die überhaupt irgendwas aufarbeiten, wenn die damit nichts zu tun haben? Schön hier AfD noch mit eingeblendet. Nee, ist klar, Digi. Die AfD will lieber vergessen. Oh shit, egal, so, wir ziehen es uns trotzdem rein, oder? Deutschland ist eine der größten Wirtschaftsmächte Europas. Ein Land mit einer gut aufgestellten Industrie und einem starken Mittelstand. Die deutsche Wirtschaft basiert dabei teilweise auf einer Unternehmenstradition, die sich von vielen anderen westlichen Ländern unterscheidet. Einige der größten und wichtigsten Unternehmen werden weitgehend oder vollständig von Familien kontrolliert. Und Familien haben eine Vergangenheit. My name is David de Jong, a Middle East correspondent for the Dutch Financial Daily, and I wrote Nazi Billionaires. Nazi Billionaires is the story of five of Germany's wealthiest business dynasties, the way they profiteered from the Third Reich, the way they got involved with Hitler's regime, the way they got away with the crimes and the way the heirs are dealing with these crimes today. In diesem Video geht es um drei dieser Familien. Ihre Unternehmen stellen Produkte her, die heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sind. Sie haben versucht, sich zu drehen und zu winden. Also generell muss ich sagen, ich habe nichts gegen Familienunternehmen, so, um ehrlich zu sein. Ich finde Familienunternehmen sogar eigentlich stark, weißt du? Ist eine gute Sache so. Also generell was gegen Familienunternehmen, also das so hervorzuheben und zu sagen, boah, das sind Familienunternehmen, die sind böse. What the fuck? Anstatt sich zu ihrer wahren Vergangenheit zu bekennen. Sie wollten sie so lange wie möglich unter Verschluss halten. Das ist halt so, die Leute, die wirklich involviert waren und die diesen Nazi-Kram mitgemacht haben, da gibt es ja eine, also da bin ich dann auch schon wieder seiner Meinung, ne, dass die Leute auf jeden Fall auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen und einige von diesen Leuten nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. So. Ganz viele von den Leuten, die damals mit Hitler gearbeitet haben und mit den Nazis kooperiert haben und so, wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. So. Viele sind nach Amerika, von Amerika quasi rekrutiert wurden, viele Wissenschaftler und viele Leute, auch so MK-Ultra-Leute und diese ganzen Experimente, die in der Nazi-Zeit gemacht haben, wurden ja dann in den Staaten weitergeführt, so, weißt du? Also das ist eine Sache, da bin ich schon auch, ja. Diese Dynastien haben so viel Reichtum angehäuft, dass sie an den Spitzen vieler Vermögensranglisten stehen. Doch die Namen und Gesichter der Familienmitglieder habt ihr vermutlich noch nie gesehen. Diese Geschichte beginnt mit einem Gesicht, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Heinrich Himmler war ein Tiefkühlpizza im Dach, Heinrich, der Maniac. Führenden Persönlichkeiten der NSDAP und einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust. Er wurde von Hitler zum Reichsführer der Schutzstaffel ernannt. Das brachte ihn schließlich in die Position des Reichskommissars für die sogenannte Festigung des deutschen Volkstums. Himmler konnte entscheiden, wer in den besetzten Gebieten Deutscher war und wie man mit denjenigen umging, die es nicht waren. Er errichtete das erste Konzentrationslager. Hitler war davon so sehr beeindruckt, dass Himmler mit dem Aufbau des gesamten Vernichtungssystems beauftragt wurde. Er sollte die sogenannte Endlösung der Judenfrage umsetzen. Allein seine Einsatzgruppen haben fast 2 Millionen Menschen getötet. Das ist aber auch eine Sache, die jetzt nicht nur, das ist eine ganz wichtige Sache auch so, dass die Leute in Deutschland werden ja immer nur daran erinnert, dass wir die Bösen sind und so, aber dass die Judenfrage, Jewish Question, dass das auf jeden Fall auch ein Thema war in ganz Europa, ne?
auch in anderen Ländern so. Es waren nicht nur Deutschland, die darüber geredet haben, was sollen wir damit machen und so. Die Engländer haben auch einen riesen Teil dazu beigetragen, so. Und haben sich auch damit auseinandergesetzt, so bis die dann irgendwann gesagt haben, hier Staat in Israel und so. Also es waren nicht nur die Deutschen, das muss man ganz klar wissen. Ja, das war ein Europathema. Auch in diesem Video geht es nicht um die Gräueltaten von Himmler, sondern um seine Freunde. Aber in Deutschland werden die Leute halt nur daran erinnert, dass es ein deutsches Thema war. Auch eine Sache, die ich schwierig finde, Bro. Weil damit wurde der Deutsche auch mental und eiertechnisch schön untergebuttert. So, ihr seid die Bösen, ihr müsst euch bücken, ihr dürft nicht stolz auf Deutschland sein. Immer wieder damit identifizieren und so. Man muss ganz klar sagen, wenn du da in die Geschichte reingehst, so, da findest du auch noch mehr Themen, wo du dann denkst, krass, vielleicht war das sogar ein Plan, um Deutschland zu schwächen. So. Freundeskreis der Wirtschaft war eine Gruppe deutscher Industrieller, die als Vermittler zwischen der NSDAP und der Industrie fungierte. Die Gruppe koordinierte rund 1 Million deutsche Mark, die Himmler außerhalb des Budgets für sogenannte arische Rassenforschung verwendete. Einer der besonders leidenschaftlichen Nazis in dieser Gruppe war der Geschäftsführer eines Unternehmens, das die meisten nur allzu gut kennen: Richard Kasselowski. Er war ein Nazi-Ideologe, er hatte ein Porträt von Hitler in seinem Office. Er verteilte signierte Exemplare von Mein Kampf an neue Mitarbeiter. Als Mitglied von Himmlers engstem Kreis nahm er an so gut wie jeder Sitzung des Arrow Clubs in Berlin teil. Krass, Dr. Oetker, wa? Kasselowski finanzierte Himmlers Lebensborn. Das war der Plan, die sogenannte Arisierung zu unterstützen, indem man Eltern ihre Kinder wegnahm, sie kategorisierte und sie anderen Eltern zuordnete. Die unerwünschten Kinder wurden oft in Konzentrationslagern ermordet. Kasselowski war außerdem der Stiefvater von Rudolf August Oetker. Ist das eine Pizza? Crazy, man. Dr. Oetker, Digga, Salami-Pizza war mein Favorite. Ich will nicht wissen, wie viel ich von diesen Salami-Pizzen von Dr. Oetker reingefetzt habe, ne, sag ich euch ehrlich. Too much auf jeden Fall. Vielleicht. Für alle, die mit Muffins Freude schenken, die verführerische Pizza-Restaurante von Dr. Bin ich jetzt auch ein Nazi, weil ich diese Pizza gegessen habe, Digga, oder sind nur die Kinder von den Nazis? Ja. Kleiner Joke, Vigio. Man findet die Produkte in jedem Supermarkt, entweder in der Tiefkühlabteilung oder bei den Backwaren. Dr. Oetker ist eines der größten familiengeführten Unternehmen der Welt mit einem Jahr... Boah, Digga, Mozzarella war auch King. ...Umsatz in Milliardenhöhe. 1921 wird Richard Kasselowski Vorstandsvorsitzender von Dr. Oetker. Für Rudolf August ist sein Stiefvater Richard ein großes Vorbild. I couldn't imagine a better father than Richard Kasselowski. Rudolf August said in an interview with a German newspaper more than a half a century later, nor a better teacher for me. Rudolf August war wie sein Stiefvater auch ein echter Nazi. Er wurde nicht eingezogen, sondern hat sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Krass. It was only for the most fervently ideological Nazis who would join the Waffen-SS. It was a very stringent training and a very stringent selection process. So it was abnormal in that sense. Rudolf August behauptet später, dass er über das Ausmaß der Konzentrationslager nicht Bescheid wusste. Dabei wurde er selbst teilweise in einem ausgebildet. Ja, das ist glaube ich dann, das ist Lüge so. Lüge. Ich brauche diese Knöpfe, Digga. Ich muss mir ein Streamdeck bestellen. Auf jeden Fall, weil wie Mercedes das eben auch schon reingeschrieben hat, umso mehr Subventionen haben die bekommen, diese Unternehmen von den Nazis damals, weißt du, wenn die mit denen wenn die da mitgemacht haben und wenn die den Hitler unterstützt haben und so, weißt du, das ist schon. Also viele Leute haben den Hitler-Shit unterstützt wegen Geld, wegen Money. So. A part of Rudolf August Oetker's training took place at Dachau concentration camp. And he would later claim that the barracks were separate from the concentration camp. But in fact it was part of same complex, and concentration camp prisoners would clean the barracks of the, you know, aspiring SS officers that were trained there. Rudolf Augusts Nazi-Vergangenheit spielte... Dings hier sagt gerade, Deus sagt das gleiche wie heute mit LGBTQ. Okay, das gleiche kann man nicht sagen, weil mit LGBTQ werden jetzt keine Menschen umgebracht, weil die eine gewisse Religion haben, so. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst halt generell, dass man als Unternehmen quasi diese ganzen Agendas mit unterstützt, Black Lives Matter, LGBTQ etc. pp. Und dann halt besser subventioniert wird, beziehungsweise auf den Listen halt weiter oben steht und besser vermarktbar sind quasi so. Mehr Geld gemacht werden kann. Wie heißt denn dieser Score nochmal? Da gibt es doch so einen Score, nachdem die Unternehmen gescored werden.
Da kommt es dann drauf an, wie viel Transen machen Werbung für dich, wie viel Regenbogenflaggen hast du am Start in deinen Werbungen und dann wirst du besser gescored. Ich habe den Score vergessen. Kriegsende nie wirklich eine Rolle. Seine Familie hatte zwar durch Enteignungen und den Einsatz von Zwangsarbeitern profitiert, trotzdem... Das ist quasi der Vorreiter von dem Score, den wir auch bekommen dann irgendwann. Wir bekommen dann den Social Score irgendwann und dann wird das bei uns im Kleinen auch so gemacht, weißt du? So, bist du 8-mal geimpft, bist du pro LGBTQ, kriegst einen besseren Score. Bist du das nicht, kriegst einen schlechteren. Keiner weiß, wie der Score heißt, ne? Nee. Jungs, wo seid ihr? Seid ihr nicht in der Recherche drin? Ich küsse doch eure Zirbeldrüse. Der Score für die Unternehmen. Nur für seine Rolle in der Waffen-SS verantworten. Wegen seiner Nazi-Vergangenheit stand er nie vor einem Gericht. Stattdessen wurde er von einem Ausschuss entlastet, der ausschließlich aus Angestellten seines Unternehmens bestand. Er bestritt, dass er sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hätte. Einige Monate später bestätigten britische Beamte seine Entlastung. Und Rudolf August wurde zum... Er heißt ESG. ESG-Score. CEO von Oetker. In den nächsten Jahrzehnten machte er aus Dr. Oetker ein Milliardenimperium. Als er 2007 starb, wurde das Unternehmen unter seinen 8 Kindern aufgeteilt. Jedes von ihnen wurde zum Milliardär. And they each inherited a similar stake in the Dr. Oetker conglomerate, which at this point was, you know, one of the largest privately owned companies in Germany. Rudolf August konnte seine Vergangenheit gut verbergen. In einer Presseerklärung an uns stellt die Oetker-Gruppe klar... Ich wusste das nicht. Also ich wusste nicht, dass wenn du wirklich so pro Israel und pro LGBTQ, dass du dann so einen besseren Score hast im Endeffekt und dein Unternehmen besser gerankt wird. So. Im Maß dafür, wie gut ein Unternehmen Risiken und Bedenken im Zusammenhang mit Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Themen in seinem täglichen Betrieb berücksichtigt. So. Auch Diversität und so gehört damit dazu. Wie viele Leute arbeiten bei dir, die eine andere Religion haben, Hautfarbe haben, Frauen sind, ja, alle so diese Gruppen halt. Dass Rudolf August die Untersuchung der NS-Geschichte des Unternehmens mit einem Veto untersagt hat. Und das bis zu seinem Tod. Erst 2008, ein Jahr nach seinem Tod, beauftragten Rudolfs Kinder Historiker, um die Geschichte ihres Unternehmens wirklich aufzuarbeiten. Im Jahr 2013 gab August Oetker, der älteste Sohn, zu, dass sein Vater ein Nazi war. Doch sein Eingeständnis bedeutete nicht, dass die gesamte Familie es genauso sah. Rudolf August heiratete mehrere Male, während die 5 älteren Oetker-Kinder bereit waren... Man kann sich ja dafür gerade machen, aber ich finde, man muss da jetzt nicht so einen Druck aufbauen auf die Nachfahren im Endeffekt. Weißt du, die direkten Nachfahren, die auch Nazis waren, ja, Digga, weißt du, wenn die diese Werte auch in sich tragen, aber jetzt irgendwelche nächsten Generationen, dann 3-4 Generationen später, dann noch unter Druck zu setzen und weiß ich nicht, Digga. Ja, weiß ich nicht. Okay, ist schon stabil, wenn diejenigen sich hinstellen und sagen, ey, ja, waren Nazis, Digga, so wie der Großteil von Deutschland. Und jetzt? Hat nichts mit mir zu tun, ich mache jetzt hier weiter. So, dann ist okay. Was erwartet ihr denn? Sollen die jetzt ein Buch darüber schreiben, Digga? Sollen die jetzt ihr eigenes Unternehmen in die Ruin treiben, weil deren Großeltern mal eigene Scheiße gebaut haben? Mann, Digga, wenn ihr wüsstet, hinter jedem großen Unternehmen steckt irgendein ekelhafter Mensch, der in der Vergangenheit ganz viel Scheiße gemacht hat, hinter den meisten auf jeden Fall, weißt du? Guck mal Nestle und so einen Scheiß an zum Beispiel. Also komm. Eine Untersuchung in Auftrag zu geben, waren die 3 jüngeren Kinder weniger aufgeschlossen. Die Mutter der 3 Jüngsten, Maya, wies eine wesentliche Behauptung der Untersuchung zurück. Ihr verstorbener Mann sei kein überzeugter Nazi gewesen. Rudolf August hat gehofft, dass sein ältester Sohn August den jüngsten Sohn Alfred ausbilden würde, um die Position des Geschäftsführers zu übernehmen. Eine Machtteilung zwischen dem Ältesten und dem Jüngsten, um die Harmonie und Einheit innerhalb der Familie. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Unternehmen mit den Nazis kooperiert haben, auch wenn die deren Ideologie nicht gefühlt haben, einfach wegen Money, Bro. Heute, die Menschen machen alles für Geld, weißt du? Das ist jetzt nicht stabil, also ich will das nicht schönreden, so. Aber es muss nicht unbedingt heißen, dass die auch jetzt zum Beispiel Juden gehasst haben. Weißt du? Man muss einfach differenziert an die Sache rangehen. Kannst nicht sagen, okay, Dr. Oetker, das müssen alles heftige Nazis sein, Judenhasser und die müssen alle voll die Dings sein, weil deren Großeltern haben damals mal Subventionen von den Nazis bekommen und mit denen irgendwo ein bisschen zusammengearbeitet, so weißt du? Wie gesagt, ich will das nicht schönreden, aber man muss viel differenzierter an diese Sachen rangehen, finde ich. Familie zu wahren.
Doch als August die Unternehmensleitung aufgab, beförderte er stattdessen seinen jüngeren Bruder Richard. Dr. Oetker spaltete sich in zwei Teile. Bis heute sind sie ideologisch gespalten. There were two foundations under Dr. Oetker. Die ältesten Geschwister beschlossen, den Namen, der nach ihren... Und dann muss man auch sagen, dass viele wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch diesen Score gibt, so, aber die Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, ja Mann, wir sind Nazis und so, die ist, das machen das vielleicht auch wegen dem Score. Vielleicht werden die dann heutzutage besser gescored, wenn die diese linksradikalen Filme schieben, so, weißt du? Die Großeltern benannten Rudolf-August-Stiftung zu ändern. Die jüngsten Geschwister wollten die Stiftung belassen, wie sie ist. Without any kind of cognizance of his history as a Waffen-SS-Officer. In einer Stellungnahme an uns argumentiert das PR-Team der jüngeren Geschwister, dass der Name ihrer Stiftung beibehalten wird, weil die Familie bereits transparent mit ihrer eigenen Vergangenheit umgegangen sei. Es gab die von ihr beauftragte Untersuchung der NS-Geschichte. Außerdem wurde die Herkunft der Familienkunstsammlung erforscht. Dr. Oetker erzielt den Großteil ihres Umsatzes außerhalb Deutschlands. Auf der englischen Website steht nicht eindeutig, wer Rudolf August Oetker oder sein Stiefvater wirklich waren. Man kann zwar auf den Link zur Untersuchung der Familiengeschichte klicken, aber das entsprechende Buch kann man nur auf Deutsch kaufen. Dafür erfährt man auf der Okay, also die erwarten jetzt quasi, dass alle Leute, die damals mit denen kooperiert haben, halt vorne auf ihre Website schreiben, so, wir waren mal Nazis, oder was? Oder was ist jetzt der Film? Dass Rudolf August Dr. Oetker wieder aufgebaut und neue Märkte und Geschäftsbereiche erschlossen hat. Man findet keinen Hinweis dazu, dass er sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hat. Heute gehören Rudolf Augusts Kinder zu den reichsten Menschen der Welt. Einige von ihnen wollen offen... Dass du das, also mich überrascht, dass du das überhaupt auf der Webseite finden kannst, Digga, dass die mal da Nationalsozialismus involviert waren. Von der Nazi-Vergangenheit ihrer Familie... Juckt doch eh kein Schwanz, Mann, was die mal gemacht haben oder nicht. Wenn die Produkte geil sind, dann... Als ob wir Menschen interessieren uns doch heutzutage gar nicht. Wir sind doch gar nicht mehr richtig bewusst so. Wir interessieren uns doch gar nicht mehr dafür, was eigentlich passieren musste, damit wir die Klamotten tragen können, die wir gerade tragen oder das Essen essen, was wir gerade essen so. Wir konsumieren, der Großteil der Menschen konsumiert Nestle-Produkte und dies, das, bla bla bla. Das ist ganz viel Müll, was wir da mit unterstützen, so, weißt du? Und ja, die Leute interessieren sich doch gar nicht mehr richtig dafür. Ablenken. Andere Dynastien geben sich bei der Verschleierung ihrer Geschichte weniger Mühe. Oh shit, Kapitel 2, AfD und Adolf. Oh shit, Digga, jetzt gehen wir rein, Digga. Komm, Junge, ich bin gespannt. Mai 2017 treffen sich drei Personen in einem Restaurant außerhalb von München. Ein Verleger, ein Journalist einer bayerischen Landesrundfunkanstalt und ein Mann namens Ernst Knut Stahl. Laut dem Verleger habe Stahl während des Treffens Folgendes gesagt. Es droht Gefahr. Es gibt eine Straße in New York mit vielen Investmentbankern, Anwälten und so weiter. Zufälligerweise sind das alles Juden. Aber das ist hier nicht relevant. Sie wollen Deutschland in den Ruin treiben. Sie kontrollieren alles. Stahl habe außerdem gesagt, dass es eine Zeitung geben müsse, die wirklich die Wahrheit schreibt. Peter Bartels, ein ehemaliger Chefredakteur der Bild, würde ihm dabei helfen. Ein paar Monate später erscheint tatsächlich eine neue Zeitung, an der Bartels mitgearbeitet hat, der Deutschlandkurier. Die Zeitung unterstützt offen die AfD und Ernst Knut Stahl hat der Zeitung vermutlich einen ihrer größten Geldgeber beschert. Stahl war nämlich Vermögensverwalter von einem der reichsten deutschen Milliardäre, August von Finck Junior. August war einer der Erben des von Finck-Imperiums. Ende November 2021 verstarb er und hinterließ ein Immobilienimperium. More than half of Munich City sent. Wow, Digga, was ist... And much of the land surrounding Munich, which is some of the priciest land in the world. Ich muss mal kurz reflektieren, was da gerade gesagt wurde. Also die sagen, dass es, da gab es ein Treffen, wo einer gesagt hat, es gibt eine Straße in New York, wo alle Investmentbanker sind und das alles Juden sind, was aber jetzt hier keine Rolle spielt, aber die haben den Plan, Deutschland zu destabilisieren bzw. kaputt zu machen. Oh,
Also wenn ich ehrlich bin, laut meiner Recherche ist das schon ein längerer Plan. Das ist nichts Neues. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, Deutschland ist ein sehr wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Gerade Eurasien-Thema, so, weißt du, wie ich meine? Und Amerika muss diesen Punkt kontrollieren, weil sonst könnte alles außer Kontrolle. Also stell dir vor, wir würden Bündnisse mit Russland oder hätten engere Bündnisse mit Russland gehabt und hätten unsere Wirtschaft noch mehr gepusht und da wäre eine richtig krasse Achse entstanden, dann wäre schon Konkurrenz zu Amerika gewesen. Deswegen glaube ich sowieso, dass Amerika im Interesse hat, dass wir nicht wirklich souverän sind und eigene Entscheidungen treffen, weil das sonst gefährlich sein könnte. Weißt du? August von Fink lebte nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Schweiz, aus steuerlichen Gründen. Sein Vater wusste scheinbar ebenfalls, wie man Geld spart. 1931. Hitler trifft sich mit den reichsten Deutschen im Berliner Hotel Kaiserhof. Er sucht nach Geldern für Waffen für die Sturmabteilung. Das war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP. Der erste Mann, mit dem Hitler spricht, ist August von Fink Senior, der Vater von August von Fink Junior. Von Fink Senior kontrollierte die Privatbank Merck Fink. Außerdem hielt er bedeutende Anteile an den Versicherungsunternehmen Allianz und der Münchener Rück, die sein Vater mitgegründet hatte. Okay. The world's largest insurers and reinsurers today. Von Fink gilt damals als der geizigste Mann Bayerns. Er hat keine Probleme damit, Geld für die Nazis zu sammeln. Er schafft es, über die Allianz 5 Millionen Reichsmark für die Bewaffnung der SA zu bekommen. Im Gegenzug wird von Fink mit politischem Einfluss belohnt. Er kann nun seine jüdischen Feinde ins Visier nehmen. Rothschild habe ich gesehen eben. Stichwort, Freunde, Aluhut raus. Against Jews really ramped up in 1937-38. He wrote a letter saying that one of his main competitors, Martin Aufhäuser, should be expropriated, basically on the basis of the bank being in Jewish ownership. Fink schreibt in einem Brief an die Handelskammer München, dass das deutsche Privatbankgewerbe noch weitgehend aus nicht-arischen Firmen besteht. Die allmähliche Säuberung dieses durch das jüdische Element so stark beeinflussten Gewerbes darf nicht die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen aufgehalten werden. Das ist ekelhaft. Sondern muss mit allen Mitteln gefördert werden. Okay, der Bruder war Nazi-safe. Wenn das so stimmt. Die Bank wird während der Novemberpogrome beschlagnahmt und von Fink hat Blut geleckt. Dreyfus ist damals eine der größten deutsch-jüdischen Privatbanken und Fink setzte den jüdischen Eigentümer Willy Dreyfus unter so much pressure that he ended up selling the bank far under the market value. Crazy. What the bank was worth. Und Rothschild, Digga? Das gleiche machte Fink mit den Rothschilds. Bro, aber die sind aktiv geblieben, die Cousins. August von Fink Senior ended up buying the Rothschild Bank for tens of millions under its market value, while its owner. In den States halt, ne? Viele Juden sind ja damals auch nach Amerika geflüchtet, während die ganze Scheiße passiert ist. Ich weiß zum Beispiel, ich war mal im Judenmuseum in Berlin. Interessante Geschichte. Das ist auch so eine Sache, das ist schon crazy, Alter. Da muss man auch ein bisschen so gucken, weißt du? Juden werden halt schon extrem lange verfolgt, so bis damals hin zu den Ägyptern, so. Die haben schon eine heftige Story auch hinter sich, so. Sehr, 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 sehr traurig auch, was da passiert ist. Und ich war mal in dem Museum, im Judenmuseum in Berlin. Und da ist man so die Historie auch mal durchgegangen. Was ich mich noch genau erinnern kann, dass dieser Jeans-Hersteller Levi's, der war auch ein Deutscher. Der war hier in Deutschland und der ist kurz bevor der Shit halt in Deutschland down gegangen ist, dann auch abgehauen nach Amerika und hat dann da seine Jeans-Marke richtig durch die Decke gepusht. Main owner, the Rothschild heir, was held captive by the SS in a hotel in central Vienna. Von Fink war nicht nur ein finanzieller Opportunist, er war auch ein echter Nazi. August von Fink Senior was very much a committed Nazi, even though he tried to hide it. As best he could after the end of the Second World War. Hans Schmidt-Poleks war ein leitender Angestellter der Allianz und Freund von Fink. Er sagte nach dem Krieg, dass von... Welches Volk? Wie meinst du welches Volk? Das jüdische Volk, Bro. Die werden schon lange verfolgt, Mann. Das ist eine nicht gute Sache. Und ich finde es auch schwierig, Digga. Nur weil halt meiner Meinung nach muss man auch ganz klar zwischen Juden und Zionisten trennen, so. Weißt du? Weil du kannst nicht eine ganze Religion, eine ganze Glaubensgemeinschaft quasi unter einen Kamm scheren, Digga. Das ist der Fehler, den viele Leute machen und damit so antisemitischen Keulen um sich rumwerfen, weil die halt einfach nicht checken, dass das nicht
Juden sind, sondern dass es eine bestimmte Splittergruppe ist, und zwar die Zionisten, Digga, die in Israel auch die Fäden in der Hand haben und viele von diesen ganzen Dingen steuern, weißt du? Geglaubt hätte, dass Hitler von Gott gesandt sei, um das deutsche Volk zu retten. Laut Polex war Fink ein überzeugter Nazi, der für seine Überzeugungen notfalls auch gestorben wäre. In der Realität hatten seine Überzeugungen aber so gut wie gar keine Konsequenzen. So in August for Fink denazification trial, strange things started to happen. Evidence started to disappear from the case file. Witnesses who had incriminating evidence against von Fink suddenly didn't turn up. But most importantly, Julius Herf watered down the indictment. Mustafa sagt 100%, nur weil 1% Scheiße bauen, kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, genau. Und das passiert immer wieder. Weißt du, die Leute haben echt nicht gelernt, wie Deus gesagt hat, zu differenzieren. Egal bei welchem Thema. So, paar Migranten bauen, machen Faxen in Deutschland, Digga, auf einmal werden alle Moslems unter einen Kamm geschert, weil Moslems sind böse. Weißt du? Das ist halt sehr gefährlich, so eine Scheiße. Und deswegen muss man halt dazu anregen, bewusster zu sein und zu differenzieren, Alter, man sich nicht emotionalisieren zu lassen und selber, weil wenn du selber hinschaust, dann merkst du schon, was läuft und was nicht. So, weißt du? Das ist gar nicht so schwierig und so kompliziert, dann einigermaßen Bild von zu bekommen, wenn irgendwas läuft. Against von Fink. Long after the trial ended, there was reporting that Herf had been blackmailed by von Fink's accomplices. Herf was homosexual. There were rumors of letters. Oh shit. That he had sent to younger men that were used against him as part of the blackmail. Oh shit. So entkam von Fink der Justiz. Boah, das ist krass. Er zwar rund 2000 Mark an einen allgemeinen Entschädigungsfonds zahlen, doch er legte. Also, die hatten was gegen den Richter in der Hand quasi, weil der was mit kleinen Boys hatte, so war? Berufung ein. Er sei nicht. Digga, siehst du, das ist so wichtig, immer irgendwas gegen irgendwelche Leute in der Hand zu haben. So. So ist meiner Meinung nach auch Jeffrey Epstein, Alter, die Person überhaupt entstanden. Weißt du? Das war ein Agent, Bruder, der einfach nur von so vielen Leuten, mächtigen Menschen auf der ganzen Welt Dinge in der Hand haben sollte, damit diese Leute erpressbar sind. Schuldfähig, weil er noch unter einer Knieverletzung aus dem Ersten Weltkrieg litt. Der Berufung wurde stattgegeben. He never had any kind of criminal penalty against him. He went off scot-free. Wild. 1970 ist August von Fink Senior der zweitreichste Mann Deutschlands. Nach seinem Tod 1980 erbt sein ältester Sohn August Junior sein Vermögen. Dieser verkauft die Allianz und Merck Fink Aktien an die Barclays Bank. Als August Junior im Jahr 2021 stirbt, erben seine Frau und ihre Kinder ein Vermögen von schätzungsweise 8 Milliarden Euro. Eine Aufarbeitung ihrer Nazi-Vergangenheit und des wahren Ursprungs ihres Reichtums sucht man vergeblich. There is no evidence that August von Fink Jr. or his children or his wife have any indication that they want to come clean with regards to the Nazi past of the von Fink dynasty. Wir haben die von Finks um Stellungnahme gebeten. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Sind jetzt die von Finks, also die jetzt aktuell am Start sind, sind die verpflichtet dazu, das aufzuarbeiten? Oder was sagt ihr dazu, Chat? Gib mal Feedback. Leider keine Antwort erhalten. Im September 2015 spricht die reichste Frau Deutschlands auf einer Pressekonferenz. Deutschland ist ein Gründerland. Was zur Gründerzeit Männer wie Karl von Die reichste Frau Deutschlands oder Robert Bosch waren. Susanne Klatten ist die Erbin eines der erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands, BMW. Doch sie in der Pressekonferenz auf die großen deutschen Gründer. Für die habe ich mal gearbeitet, meine lieben Freunde, ja? Weist, erwähnt Klatten weder ihren Vater noch ihren Großvater. Dafür gibt es auch einen Grund. An einem Februarabend des Jahres 1933 treffen sich einige Milliardäre in der offiziellen Residenz des Reichstagspräsidenten Hermann Göring. Anwesend sind Baron August von Fink, Kurt Schmidt, einige Manager von Chemieunternehmen Gustav Krupp, Friedrich Flick und Günther Quandt. Der Gründer von BMW. Nur wenige Wochen zuvor hat Adolf Hitler die Macht übernommen und wurde zum Reichskanzler ernannt. Er trifft die Unternehmer an jenem Februarabend persönlich, um mit ihnen über die Zukunft der Nation zu sprechen.
Am 5. März 1933 würde die letzte Wahl des deutschen Volkes stattfinden. Hitler verspricht ihnen ein stabiles Geschäftsklima, sollte er gewählt werden. Quandt und die anderen Industriellen stellen der NSDAP einen Scheck über Tausende von Reichsmark aus. Damit unterstützen sie einen Mann, dessen Ziel das Ende der deutschen Demokratie ist. Günther Quandt war einer der größten Nutznießer von Zwangsarbeit. Die haben drauf geschissen für Cash. In Nazi-Deutschland. Im Gegensatz zu anderen großen Rüstungsunternehmen wie Krupp und Flick wurde Günther Quandt nie für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Quandt wurde zum Marktführer der Rüstungsindustrie. Er versorgte das Dritte Reich mit It's all about the Benjamins, meine lieben Freunde, immer wieder. Munition und Batterien. Günther Quandt was a brazen opportunist who tried to expand his business empire in all ways possible, profiteering from the Third Reich. Through mass weapons production, through the expropriation of Jewish-owned companies, expropriation of... Ey, dumme Frage, ne? Aber was ist eigentlich das Erste und das Zweite Reich, Digga? Wenn das das Dritte Reich war, es ist jetzt dumm vielleicht für viele Leute, weil ihr das wahrscheinlich alle wisst so. Aber gestern hat mir einer gesagt, Drittes Reich und so, Erste Reich, was ist denn das? Ich weiß gar nicht, was das Erste und das Zweite Reich war. Companies in German occupied territories, as well as the mass exploitation of forced and slave laborers. 1943 machten Zwangsarbeiter in seiner Kaiserreich Hoffabrik in Hannover etwa die Hälfte der Belegschaft aus. Schon wieder Hannover, was soll das denn? Haffa and is today known as Far Babylon und Römische. Krass, Digga. Wisst ihr nicht, oder was? Was erstes und zwei, warum drittes Reich drittes Reich heißt? Eine Bezeichnung für das nationalsozialistische Deutschland. Seit den 1920er Jahren war der Begriff von der völkischen Bewegung und den Nationalsozialisten propagandistisch eingesetzt, um die von ihnen angestrebte Diktatur in eine Traditionslinie mit dem 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reich, Deus, du bist da, aber sowas von, und dem 1871 gegründeten Kaiserreich, Digga, hat auch einer gesagt. Ich küsse dein Herz. Siehst du? Ihr seid am Start hier im Chat. Mies recherchiert. Ja, Mann. Also, Erste Reich war das Römische Reich und das Zweite Reich war das Kaiserreich, Digga. Und das Dritte Reich war das. Which produces the batteries in your AirPods. Had a massive new factory in Hannover, in the center of Germany. Hannover. Zusammen mit der SS errichtete Quandt ein KZ-Außenlager auf dem Fabrikgelände. In dem Konzentrationslager gab es einen Galgen und einen Hinrichtungsplatz. Häftlinge hatten teilweise Unfälle mit kochend heißem Metall oder Hände und Arme blieben in Maschinen stecken. Doch das war längst nicht alles. Random beat executions, no medical care. Das Unternehmen ging monatlich von 80 Toten aus. Die Inhaftierten blieben im Schnitt 6 Monate lang. Günther Quandt ended up using about 60,000 forced and slave laborers across his battery and weapons companies. But the topic of forced and slave labor did not come up at all during his denazification trial. Neither did the many Aryanizations that he had done all across Europe and in Nazi Germany. Günther Quandt wurde später, wie von Fink, als einfacher Mitläufer betrachtet. Er musste eine Geldstrafe zahlen. Er kam ungeschoren davon und wurde nicht strafrechtlich verurteilt. Dabei hatte Günther Quandt eine extrem enge Verbindung zu Nazi-Deutschland, die weit über die tausenden Zwangsarbeiter in seinen Fabriken hinausreichte. Seine zweite Frau ließ sich von ihm scheiden und heiratete stattdessen einen der Hauptarchitekten des Nazi-Regimes. Josef Goebbels, Digga. Goebbels war Propagandaminister und Stiefvater von Günther und Magdas Sohn Harald Quandt. Harald Quandt wuchs in einer der radikalsten Familien des Dritten Reiches auf. And he ended up being the only one of Magda Goebbels' children who survived the Second World War, because Magda Goebbels ended up murdering her 6 children and then committing murder-suicide with her husband. Nach dem Krieg wurde Harald Quandt zu einem der reichsten Männer Westdeutschlands. Er starb im Alter von 45 Jahren bei einem Flugzeugunglück und hinterließ seinen Nachkommen hunderte Millionen.
Seine Töchter und Goebbels Stiefenkelinnen lassen ihr Vermögen heute durch das Harald Quandt Family Office verwalten. Nach eigenen Angaben halten sie 3 allein und 1 Mehrheitsbeteiligung an mehreren Finanzdienstleistungsunternehmen. Insgesamt handelt es sich um ein Vermögen von rund 17 Milliarden Dollar. Aus den Millionenerbinnen sind still und leise Multimilliardäre geworden. Krass. Doch im Familienimperium der Quandts gibt es noch eine weitere nennenswerte Persönlichkeit: Herbert Quandt. Herbert Quandt war die. Er und Baerbocks Opa, Best Friends. Machst du Scheiß gerade? Son of Günther Quandt. And he later became known as the savior of BMW, because he saved BMW from bankruptcy in the 1960s. Bis heute gibt es eine BMW-Stiftung in seinem Namen. Sie ist in den Gebieten Kunst, Kultur, Wissenschaft und bürgerschaftliches Engagement tätig. He was a Nazi criminal who built a concentration camp in German-occupied Poland. Krass. Ja, Digga, also ein paar Sachen gehen auf jeden Fall zu weit, Digga, meiner Meinung nach. So, es ist, ja. Ich glaube auch, dieses Gedankengut von damals hat immer noch Auswirkungen bis heute, so teilweise, leider, in manchen Familien, so, weißt du? Nicht bei allen, aber bei einigen schon, glaube ich. Und deswegen, ja, könnte es auf einer Seite stabil sein, wenn die heutigen Generationen sich auch dafür ein bisschen gerade machen und sich davon distanzieren irgendwie, aber auf der anderen Seite kann man das auch nicht erwarten, so, weißt du, ich finde das immer sehr, sehr, sehr schwierig, man muss da differenziert an die Sache reingehen, also glaube ich daran, dass es in Deutschland dieses Gedankengut immer noch gibt, so dieses ausländerfeindliche, dieses Richtung Nazi-Denken, so safe, Bro, safe, weiß ich auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall da. Ist jetzt jeder Deutsche, der mal irgendwie in der Vergangenheit einen Opa hatte, der dann für die gekämpft hat oder der irgendeine Scheiße gemacht hat, damals dann auch direkt automatisch ein Nazi? Nein, Digga, weißt du, man muss halt nachdenken einfach. Und jeden Menschen nach seinen eigenen Taten und seinem Gedankengut bemessen. Forced enslaved laborers, including female concentration captives at battery factories. Herbert Quandt entkam wie sein Vater der Justiz. In den Nürnberg. Das Vermögen muss den Familien abgenommen werden. Oha, Digga, wenn du so an die Sache rangehst, dann muss fast allen Unternehmen das Vermögen abgenommen werden. Aber ja, Bro, das wird halt nicht passieren. Bei Prozessen wurden einige... Mein Opa hat auch gekämpft und ich bin kein Nazi. Bruder, meiner auch. Guck mich mal an, Digga, hallo. Weißt du, mein Opa hat gekämpft. Der ist gestorben für die Wichser. So. Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs zur Rechenschaft gezogen. Einer der Ankläger war damals der US-amerikanische Jurist Benjamin Ferenc. Er glaubt, wenn die heute bekannten Beweise zu Herbert Quandt damals dem Gericht vorgelegen hätten, wäre er strafrechtlich verfolgt worden. Aber das wurde er nicht. Stattdessen blieb Herbert Quandt einer der reichsten Deutschen. Das ist auch, Digga. Die Typen, die diese Leute vor Gericht gestellt haben, und zwar die Amis teilweise, die haben selber Nazis rekrutiert, wenn die wertvoll genug für die waren. Mann, Bro. Heuchlerische Scheiße ist das teilweise. Er ließ seinen Kindern ein Vermögen, das sie heute noch zu den reichsten Menschen der Welt macht. Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan Quandt halten gemeinsam fast die... Und wer soll dann das Geld bekommen? Vater Staat oder was? Hahaha. Ich. Oder? Nicht? Hälfte der Anteile an BMW. Beide sitzen im Aufsichtsrat. Sie leiten auch die Stiftung im Namen ihres Vaters, der nachweislich Nationalsozialist war. Sie scheinen bis heute, wo es nur möglich ist, Transparenz zu vermeiden. So, in the summer of 2021, I'd send my questions to the... Es geht am Ende immer um Geld. Und marketingtechnisch macht es einfach Sinn, nicht vorne auf seiner Webseite zu schreiben, wir waren mal Nazis. Weißt du, was ich meine? Spoke. Das ist der Grund, Bro. Komm. Of Stefan Quandt. And some of the questions were never answered, including, do you think that the biography of Herbert Quandt on the Herbert Quandt Media website is transparent and accurate? And then a few months after I sent that question, overnight, they changed the biography to give a little bit more semblance. Transparency, so it's a very subtle, insidious way of whitewashing. Das Presseteam des Familienbüros Quandt hat uns geschildert, wie die Familie die Nazi-Vergangenheit ihrer Vorfahren aufarbeitet und damit umgeht. Erstens, Stefan und Gabriele Quandt haben in einem Interview 2011 ausführlich darüber mit der Zeit gesprochen.
Zweitens, seit 2011 unterstützt die Familie das Dokumentationszentrum für NS-Zwangsarbeit in Berlin. Drittens, Stefan Quandt und... Warum machen die das aber, ist die Frage. Wollen die das wirklich aufarbeiten oder machen die das, um ein gutes Bild in der Öffentlichkeit zu haben, um mehr Geld zu machen? Ja, B ist es. Andere Familienmitglieder haben einige ehemalige Zwangsarbeiter und ihre Angehörigen persönlich getroffen. Und viertens, Susanne Klatten unterstützt verschiedene jüdische Organisationen und hat für ihr Engagement einen Preis erhalten. Wir haben auch gefragt, warum die Quants die Erforschung ihrer Nazi-Vergangenheit erst begonnen haben, nachdem 2007 ein deutscher Dokumentarfilm über diese Vergangenheit herauskam. Die Dokumentation setzte die Familie massiv unter Druck. In der Antwort wird suggeriert, dass die Familie von der Berichterstattung erschüttert war und ihnen einige der Fakten nicht bewusst waren. Die Dokumentation zeigte aber auch, dass die Familie teilweise nicht dazu bereit war, ihre Vergangenheit gemeinsam mit den Journalisten aufzuarbeiten. Seit Beginn unserer Recherchen im Jahre 2002 werden alle Interviewanfragen abgelehnt. Schriftlich heißt es unter anderem, man nur ungern in eine Situation gebracht werden, sich dafür verteidigen oder gar entschuldigen zu müssen, dieser Familie anzugehören. Was? Alle Interviewanfragen. Nicht dazu bereit war, ihre Vergangenheit gemeinsam mit den Journalisten aufzuarbeiten. Seit Beginn unserer Recherchen im Jahre 2002 werden alle Interviewanfragen abgelehnt. Schriftlich heißt es unter anderem, man wolle nur ungern in eine Situation gebracht werden, sich dafür verteidigen oder gar entschuldigen zu müssen, dieser Familie anzugehören. Die Familie hat auch einige unserer Fragen nicht beantwortet. Zum Beispiel die Frage, warum sie weiterhin den viel kritisierten Herbert Quandt Medienpreis für Journalisten vergibt. Ob sie planen, den Namen der Herbert Quandt Stiftung zu ändern, blieb ebenfalls unbeantwortet. Sie verweisen in ihrer Antwort an uns auch... Ja, okay, so offizielle Nazis dann auf der Webseite und dann eine Stiftung und so, da könnte man schon einfach den Namen ändern, so weißt du, wie ich meine, aus gutem Willen, so, finde ich. Aber man muss nicht übertreiben. Auf der einen findet man die Biografie von Herbert Quandt. Dem Text erwähnen sie zwar einige seiner Verbrechen, loben ihn aber trotzdem als eine der prägenden und visionären Persönlichkeiten der bundesdeutschen Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte. Er bewies Wagemut und Weitblick. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich große Teile der deutschen Bevölkerung zunächst gesträubt, die schrecklichen Verbrechen aufzuarbeiten und über ihre Mitschuld zu sprechen. Das änderte sich im Laufe der Jahre. Es gab Proteste, einen kulturellen Umbruch und schließlich ein Erwachen. In Deutschland entstand eine Erinnerungskultur und der nationale Auftrag, die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs unvergessen zu machen. Und sich für immer damit zu identifizieren und somit nicht in die Souveränität reinzukommen, sondern immer ein Opfer zu bleiben. Es ist unsere Verantwortung. Stark, Digga, stark. Sorry, Digga, ich muss das so... Bro! Gräueltaten des Nazi-Regimes zu akzeptieren, uns daran zu... Man muss Geschichte auch irgendwann mal abhaken, so. Vor allen Dingen, weil auch Geschichtsschreibung sowieso immer anders ist als das, was wir beigebracht bekommen, so. Weißt du, wie ich meine? Und daraus zu lernen. Doch bis heute gibt es Menschen, die unbequeme Wahrheiten lieber verschweigen. Je mehr wir darüber nachdenken und daran erinnert werden alle, genauso wird man im Ausland daran erinnert. Und wir müssten endlich mal versuchen, das zu vergessen. Solche... Wieso? Was ist daran jetzt... Bruder, das nimmt er jetzt so... Bro! Aussagen sind inakzeptabel und dürfen nicht... Solche Aussagen sind inakzeptabel, mein Bruder, ja... ...werden. Gerade in Zeiten, in denen Neonazis und rechtsextreme Politiker Geheimpläne schmieden, um Millionen von Menschen aus Deutschland... NPC-Kanal hier, ich schwör. ...zu vertreiben. Es ist wichtiger denn je, zu erinnern und friedlich... Weißt du, was ich meine? Das sag ich hier, als jemand, der auch mit Rassismus konfrontiert wurde, der sehr kritisch ist bei dieser AfD-Geschichte und so. Aber ich bin einfach ein intelligenter, junger Mann, Digga, der Dinge verstehen kann, so, weißt du, was ich meine? Und menschlich Dinge bewerten kann mit eigenem Gehirn. Und nicht einfach nur die Sachen übernimmt, die Propaganda sind und die gerade gut ankommen und die man gerade sagen soll, so. Widerstand gegen menschenverachtendes und demokratiefeindliches Gedankengut zu leisten. Na ja. Hunderttausende Menschen haben
Das ist, darüber haben wir uns ein Video reingezogen, die Wahrheit hinter den Demonstrationen gegen rechts, so, das müsst ihr euch auf jeden Fall jetzt reinziehen. Ich will das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber ich könnte euch jetzt 5 Argumente geben auf jeden Fall, warum diese Demonstrationen nicht gut für unser Land sind und auch nicht uns zusammenbringen, sondern im Gegenteil, das, was in den letzten Jahrzehnten vermasselt wurde, legitimieren soll. Dass wir wieder hinter diesen Vollpfosten stehen, die unser Land gerade regieren. In mehreren deutschen Städten gegen die AfD und rechtsextreme Bewegungen demonstriert. Nie wieder Nationalismus, nie wieder Rassismus, nie wieder Hass, nie wieder Unterdrückung, nie wieder! Oh, Digga, die stellen das als so episch hin, Digga. So, oh ja, volles epische Ende, Digga. Der Typ ist voll der menschliche Cousin, Digga. Der will, dass wir Deutschen alle... Ach, komm. Okay, Freunde, aber wir haben es uns trotzdem mal reingezogen. Ich küsse doch eure Zirbeldrüse. Schreibt mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ja. Ich habe meinen Senf da schon abgegeben. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Was war das denn, Digga? Cringe. Das war cringe, Bro. Vor allem, das sind so seelenlose Menschen, bei denen du überhaupt nichts fühlst. So, die stellen sich dann hin und halten solche Reden, versuchen die Leute zu catchen, so, weißt du, wie ich meine? Das ist heutzutage... Ich würde mir mal wünschen, dass mal wieder da jemand steht oder mal eine Rede hält vor dem Volk, der auch wirklich ein Mensch ist, der eine Seele hat, bei dem man merkt oder das Gefühl hat, ey... Der spricht uns aus der Seele, Mann, Alter, so wie Martin Luther King damals oder Malcolm X, Bro, oder... Ja, keine Ahnung, selbst ein Helmut Schmidt und so, weißt du, wie ich meine? Das waren noch Leute so, die waren Menschen. Da hat man das Gefühl gehabt, die gehören zu uns.